So, endlich ist ein Paket angekommen, was ich vor kurzem bestellt habe. Aber ich bin ziemlich enttäuscht. Also dieses Teppichthema E46 nimmt einfach kein Ende. Also, ihr habt gesehen, ich habe den Teppich gestrichen, bin mit dem Ergebnis sehr unzufrieden und habe dann einfach mal bei eBay nach Teppichen geguckt, habe gesehen, ey, es gibt ja ein paar günstige Angebote. Und ich habe ein richtig günstiges bei eBay ersteigert bzw. per Sofortkaufen gekauft. Sah auf den Bildern super aus, schwarzer Teppich, günstig, kann man nicht meckern. Jetzt kommt der so an. Er ist erstmal feucht, okay, und das wird erklärt auch das. Ich zeige euch mal kurz, wie es angekommen ist. Das da ist Schimmel. Das da ist Schimmel. Das da sind eine Menge Tierhaare. Ach ja, nochmal Schimmel. Also, weil selbst wenn der Preis gut ist, sowas sollte nicht sein. Ich meine, ich verstehe das, Teppiche sind auch nicht teuer. Zum Beispiel hier in dem E91 da, der komplett geschlachtet ist, werde ich den Teppich nicht mehr rausholen, weil Versand und Ertrag, das lohnt sich einfach nicht. Und wenn die ein bisschen verdreckt sind oder ein bisschen, ja, im schlechten Zustand, ist der Aufwand das nicht wert. Aber das hier, ey, ich würde jetzt nichts weiter sagen, um die YouTube-Richtlinie weiterhin einhalten zu können, aber das ist unglaublich. Dieses Teppichthema nimmt einfach kein Ende. Ja, ich werde mal gucken, ob ich das hier klären kann, weil ich bin bei Schimmel sehr, 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 sehr vorsichtig. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich bin so scheiße müde. Ist auch schon relativ spät. Wir haben 10 Uhr. Also morgens, logischerweise. Aber es geht weiter. Also jetzt nicht gleich direkt. Erstmal geht es ins Büro. Aber ab heute Mittag geht es auf jeden Fall weiter. Und dann zeige ich euch mal, wie der aktuelle Stand ist. Ich weiß nicht, ob ich am letzten Abend noch was aufgenommen habe. Hier ist alles feucht in dem Scheißwagen. So, Freunde, ich bin angekommen und jetzt schaut euch mal das an. Der Wagen ist definitiv zu klein. Was sagt ihr? Wir Doblo verkaufen und Mercedes Sprinter kaufen? Google war. Wäre auf jeden Fall eine Option, ne? Also, hier. Ich habe es gerade schon bei Instagram gepostet. Genau einer hat schon direkt richtig erraten, was das da ist. Das heißt, die komplette Tür ist voll, also der Beifahrersitz. Jo, hier ist auch alles voll. Und wenn ihr hier einschaut, ey, da passt gar nichts mehr rein. Komplett voll. Hier sind genau drei Innenausstattungen drin. Ihr verfolgt ja wahrscheinlich die Videos oder die meisten, dann seht ihr ja, was diese all drei Innenausstattungen zu bedeuten haben. Ich mache jetzt hierbei weiter. Und ja, ich bin durch. Egal, es muss weitergehen. Ich lade den Wagen jetzt einmal aus und zeige euch einmal kurz, was ich alles drin habe. Your reflection in my wine glass. It's when I look away. Can't stand to think about losing your fine ass. How the fuck I let you slip away? Life for the party, but I'm dead inside. Kill my vibes, it was genocide. So, Freunde, das ist der nächste bzw. neu für mich E46 Teppich. Hier ist der Verschimmelte drin, ihr habt es gesehen. Das Gute ist, wir haben hier Sperrmüll. Ich schmeiße den jetzt erstmal raus. Der Verkäufer meldet sich nicht. Das kann ich im Nachhinein noch klären. Das ist eh Müll. Verschimmelt ist Müll. Und hier haben wir den Teppich. So, der ist in einem guten Zustand. Aber ich muss zugeben, auf dem Foto sah er besser aus. Man hat jetzt hier einige Flecken. Da ist irgendeine Abschürfung, da auch. So, aber man sieht auch, da wurde gesaugt. Auf dem Foto sah der also aus, als wäre der wirklich frisch gereinigt gewesen. Der Verkäufer war auch sehr nett. Das ist die Hauptsache. Und ja, ist nicht frisch gereinigt, sondern immer noch dreckig, aber deutlich besser als der Scheiß. Also ich bin froh, dass ich den gar nicht einbauen muss oder sauber machen muss. Gut, hätte ich ja sowieso nicht gemacht. Egal. Das Ding hat jetzt 60 Euro gekostet. Das Ding übrigens 50. Also super Preis für einen Teppich in gutem Zustand. Die Farbe war teurer, also merken, Farbe, Teppich. Bloß nicht. Ich werde jetzt hier versuchen, wie ich das ohne Armaturenbrett ausbauen tauschen kann. Ich werde keinen Teppich mehr lackieren, das hat sich definitiv nicht gelohnt. Der wird eingebaut, 60 Euro bezahlt. Und weiter geht am 200 Euro BMW. Er ist wieder da, ich habe es euch gestern, glaube ich, schon gezeigt. Da steht er und ihr seht eine Veränderung, genau. Und zwar zwei Sachen sind frisch gemacht. Der war in der Werkstatt, in der Scheibenwerkstatt. Nagelneu, leider natürlich keine BMW-Scheibe mehr wie die vorherige, aber dafür jetzt ohne Steinschläge und frisch. Die alte war echt mit Steinschlägen übersät. TÜV steht an, ihr wisst es. Und ja, die Scheibenwische machen wir auch noch neu, genauso wie das Ding hier. Ihr seht ja, das ist komplett kaputt. Das ist ja so eine Krankheit bei allen alten Autos oder BMWs zumindest. Und das zweite, was er bekommen hat, 95%ige Scheibentönung. Also ich bin sehr großer Fan davon. Habe ich im X3, im X5 und jetzt hier auch.
Und ja, neben X3 habe ich glaube ich nur 90-85%. Ist egal, hier ist die stärkste Tönung drauf, die erlaubt es. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Sieht echt gut aus. Schreibt es mal in die Kommentare, wie es euch gefällt. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und jetzt gehen wir an den Innenraum. Und zwar, ihr seht, es ist der graue Fahrersitz drin. Der hässlich lackierte Teppich. Und sonst nichts. Außer die eine neue Türverkleidung. Ja, und Folgendes werde ich jetzt machen. Ich habe euch gezeigt, der erste Teppich, den ich gekauft habe, der liegt jetzt da hinten. Gott sei Dank ist Sperrmüll, der kommt jetzt weg. Und jetzt haben wir den neuen guten Teppich, der angekommen ist. Und den werden wir jetzt einmal einsetzen, aber auf eine schnelle Art und Weise. Und man kennt es, ich habe es schon mehrmals erwähnt, auch in anderen Videos, auch mit Marvin zusammen. Man muss das Armaturenbrett beim E46 ausbauen und den Wärmetauscher, um den Teppich darunter zu legen. Das werden wir natürlich nicht tun, da habe ich keinen Bock drauf. Aber darauf habe ich auch keinen Bock mehr, auf diese schlecht lackierte oder mit diesem Lack, das ist halt nichts. Ne? Haben wir euch jetzt schon mehrmals in einigen Videos gesagt. Das heißt, ich würde mit einem Teppichmesser und einer Schere das an bestimmten Stellen raustrennen und dann auch da mit dem Teppichmesser das Ganze abtrennen und dann unter das Armaturenbrett drunter schieben. Das, was von dem hier überbleibt, also muss man sich irgendwie angucken, dass man das perfekt hinkriegt. Ich habe mit ein paar Leuten geredet, die sagten, das ist kein Problem, machen die auch so beim E46. Also ich würde sagen, nicht weiter labern, direkt los. Zuallererst hole ich den Sitz raus. Dann tue ich diese Türverkleidung hier rein und das neu gekaufte, ja, wie nennt man das? Diese Folie da, ihr wisst, was ich meine. Hinten habe ich leider das Problem, dass ich, glaube ich, die Türverkleidung nicht verwenden kann, da ich nicht bedacht habe, beziehungsweise mir ist jetzt erst aufgefallen, ich habe ja hinten manuelle Fensterheber und natürlich haben die Türverkleidungen das Loch nicht, sondern nur ein HiFi-Loch, was ein bisschen höher ist. Das kann man dafür leider nicht verwenden, habe ich gerade gecheckt. Ja, von daher wird das wahrscheinlich so bleiben. Erstmal mal gucken. Ob ich da durchbohre, wäre möglich. Will ich aber irgendwie gerade nicht. Aber vielleicht werde ich das auf Dauer machen müssen. Sehen wir dann. Ich werde den Wagen jetzt einmal zurückfahren. Werde dann den Teppich hier rausholen erstmal. Zumindest das hintere Stück ist ja ziemlich leicht, nachdem der Sitz hier draußen ist. Und dann werden wir versuchen, den neuen Teppich einzubauen auf schnelle Art, denn ich habe nicht viel Zeit und wir hauen das jetzt einfach komplett raus. Bleibt gespannt. Diese zwei Schrauben hier am Armaturenbrett, damit wir hoffentlich den Teppich da deutlich besser rausgezogen kriegen. Ja, man sieht schon auf jeden Fall, dass das Armaturenbrett hochgeht. Das sollte jetzt auf jeden Fall ein bisschen, ja, bewegbarer sein. Das sollte auf jeden Fall hinhauen. Die zwei Schrauben dürfen wir nicht verlieren. Und jetzt reiße ich einmal hier den Teppich raus. Sollte schon irgendwie hinhauen. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Das haben wir schon mal geschafft. Was nicht so schön ist, ich finde hier immer mehr Rost. Egal, irgendwie hier an der Kante des Armaturenbretts ein bisschen zu trennen. Ich zeige es euch, ob es klappt oder nicht. So, ich zeige euch einmal den Rost. Hier rostet es und da ist jetzt nur oberflächenmäßig nicht durchgerostet. Das ist schon mal gut oder nicht mal angegriffen. Wirklich nur oberflächenmäßig. Sollte trotzdem gemacht werden, nur ich habe jetzt leider keine Zeit dazu. Und auch ehrlich gesagt null Bock. Ja, egal. Wird erstmal so gelassen. Was Besseres fällt mir jetzt nicht ein. Hier sieht man nochmal, wie scheiße der Teppich ist. Hier, wo die Fußmatte drauf lag. Und auch hier gut. Hier hätte man nochmal mit anderen Lack rüber gehen können. Aber der Lack ist teurer als der Teppich. Nur der Aufwand ist da. Aber der war für das Streichen auch. Hätten wir den Teppich direkt getauscht, wäre es einfacher gewesen. Mit dieser Methode, mit der ich es jetzt versuchen werde. Und zwar hier diesen Schnitt zu setzen. Wird schon hinhauen. Ich weiß leider nicht, wie man das Gaspedal ausbaut. Das muss ich jetzt erstmal ergoogeln, weil das ein Seilzug-Gaspedal ist und ich kenne nur elektronische Gaspedale, die aus dem Fahrzeug hier oder X5, X3. Ja, aber dann werde ich jetzt hier einmal mit der Beifahrerseite anfangen. Hier muss nämlich nur diese Verkleidung unten weg und dann kann man hier einen Schnitt machen, weil im Endeffekt muss man sowieso in dem Fall die beiden Teppiche vorne rechts und links teilen und einzeln einbauen. Einmal Fahrerseite und Beifahrerseite. Das heißt, wir fangen mit der Beifahrerseite an. So, Teppichmesser mit scharfer und neuer, nagelneuer Klinge.
Teppich auf der Seite auf jeden Fall frei. Das heißt, wir nehmen jetzt das Messer. Und versuchen die Kabel nicht anzuschneiden, die da lang gehen. Da gehen nämlich einige Kabel lang, sehe ich gerade. Ich glaube, er ist lose. Wenn das schon so einfach gehen würde. Ist ja klar. Krass, das ging einfach. Oder was sagt ihr? Ich gucke jetzt, dass ich vielleicht hier noch ein bisschen abschneide von dem, was wir nicht brauchen. Weil ihr seht ja, hier haben wir noch eine kleine Kante. Wenn ich das hier ein bisschen hochhalte, vielleicht kriege ich da noch ein bisschen was abgeschnitten. Hey Freunde, das sieht gut aus, ohne Scheiß. Ich könnte jetzt sogar mit dem Messer hier drinnen noch reinfahren, aber das brauchen wir gar nicht, weil wir legen den anderen Teppich einfach da drüber. Aussaugen natürlich auch einmal, bevor wir das wieder reinmachen, aber es sieht hier sogar rostfrei aus. Ja, sogar rostfrei, sehr gut. Also, Teppich zurechtschneiden und dann hier aussaugen und dann den Teppich reinlegen. So, das ist jetzt eigentlich relativ einfach. Wir haben jetzt hier die Beifahrerseite. Legen uns das hier als Schablone an. Im Endeffekt, hier haben wir nichts geschnitten, nur hier. Und ich habe gesehen, hier geht unter anderem ein Rohr durch. Das heißt, ich will ein bisschen unten drunter drücken, deswegen schneiden wir hier. Und wenn zu viel ist, müssen wir nochmal abschneiden. Ich hätte vielleicht sogar ein bisschen mehr Überstand nehmen können, aber reicht, oder? Was sagt ihr? Können wir mal reinlegen, oder? Das nicht geil passt. Wir haben das jetzt hier eigentlich ganz gut drunter. Hier auch. Nur hier stößt das noch an, weil wir zu viel Material haben. Aber ich habe das jetzt so darunter gemacht. Und auch hier klappt es. Ja, ich muss zugeben, ich habe hier in das Armaturenbrett geschnitten. Aber kein Problem. Hier soll sowieso was mit passieren. Vielleicht wird das sogar dafür ausgebaut. Nein, aber ich will auch sowieso den Wärmeteilchen nicht ausbauen. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ja, hey. Freunde, fertig. Beifahrerseite ist fertig. Das kann man jetzt so lassen, würde ich behaupten. Nur überall andrücken, weil ich habe gemerkt, wenn man den hier noch ein bisschen andrückt, passen die Löcher hier alle besser. Auf Beifahrerseite, Teppich ist getauscht. Hammer. Ich sehe zwar, hier sieht er ziemlich braun aus, das heißt, ich muss den auf jeden Fall reinigen. Aber das geht auch schnell, das machen wir noch. Hammer, Freunde, Hammer. So, also, Teppich ist ausgebaut. Hier muss man vorsichtig sein, hier gehen die ganzen Airbag-Kabel lang. Ja, hier ist auch wieder ganz viel Dreck unter dem Gaspedal gewesen. Gaspedal ausbauen habe ich gerade bei YouTube ein gutes Video gesehen, werde ich vielleicht verlinken, wenn ich dran denke. Ja, bisschen Rost ist hier natürlich auch. Ne, schade, aber hält sich in Grenzen. Werde ich sowieso erstmal so lassen müssen, weil keine Zeit besteht, jetzt da was Vernünftiges zu machen. Ja, ansonsten, und hier habe ich das einmal aufgeschnitten, um den einfacher rauszubekommen. Jetzt ist hier natürlich das Loch sogar noch kleiner als da. Da muss ich gucken, ob ich diesen Kickdown-Schalter rausschrauben kann. Ich möchte den natürlich nicht kaputt machen. Dann schneide ich jetzt hier einmal wieder entlang, wie bei dem anderen Teppich. Und dann wird er auch reingelegt. Und dann nur noch den hinteren Teppich. Das ist ja nicht mehr viel Arbeit. Und dann war es das schon. Das ging schnell. Ich würde sagen, na, dadurch, dass ich gerade ziemlich viel Druck mache, halbe Stunde mit Saugen und allem drum und dran, kann man nicht meckern. Logischerweise ließ er sich einfach rausdrehen, weil natürlich ist das kein Kickdown-Schalter. Das ist wie logisch, wir haben ja keine Automatikgetriebe, dementsprechend ist das einfach nur ein Anschlagpuffer, wie weit man das Gaspedal durchtreten kann. Okay, einfach rausgeschraubt, dann wird der Teppich einbauen noch einfacher. Ich saug einmal durch und dann kommt der Teppich rein. Also Leute, hier hinten ist das perfekt geworden. Das ist wie 1:1.
Aber hier, genau hier habe ich ein bisschen zu wenig, da hätte ich viel mehr Material lassen sollen. Hier hinten geht's, aber hier, naja, wenn es festgeschraubt ist, sollte das einigermaßen gut sein, aber hier sieht das scheiße aus. Schade, echt schade. Ja, da habe ich wohl mit dem Cuttermesser ein bisschen zu weit in die Innen gestellt. Also lieber Material mehr drauf lassen, man kann immer noch abschneiden. Aber ansonsten, was sagt ihr dazu? Ja, mit der vollen Beleuchtung sieht das natürlich jetzt anthrazit aus, ist aber auch noch ein bisschen dreckig. Ich baue erstmal das Gaspedal wieder ein und dann schauen wir mal weiter. So, Freunde, der Teppich ist drin. Da ist auf jeden Fall Flecken. Den muss ich definitiv noch sauber machen. Also den Teppich, der muss noch gereinigt werden. Schade. Ich dachte eigentlich auf dem Foto, der wäre so frisch gereinigt. Er war ja wohl doch nicht. Er sah einfach nur noch im guten Zustand aus. Außer da, drei so, ich nenne sie mal Brandlöcher. Ja, und da leider, ja, das ist kein Brandloch, das ist, keine Ahnung, Abschürfung. Das ist sehr schade, aber besser als alles andere, was bisher in dem Fahrzeug verbaut war. Von daher will man sich nicht beschweren. Der Rest ist alles Sperrmüll. Jetzt kommt die Rückbank rein und dann die beiden Vordersitze, Türverkleidung auch noch. Und dann ist der Wagen erstmal wieder zusammengebaut. Hier ein kleines Update, eine komplette Bitumenschnur einmal neu umgesetzt, weil die alte Dichtung, der vertraue ich nicht mehr. Aber ich habe hier Gott sei Dank immer noch meine riesen Big Pack, was ich schon, weiß ich nicht, wie lange habe und immer wieder nutze. Ganz praktisch. Einmal mit Heißluftföhn erhitzen und das Ding hier dran drücken und dann die Türverkleidung draufschrauben, dann habe ich die und die nicht. Aber hier ist das ganz cool mit etwas Spannung, passt sogar die Türverkleidung, wenn man den kompletten Hebel abnimmt. Kann man natürlich den Fenster nicht mehr hoch und runter machen, ist mir aber erstmal egal. Dafür habe ich nur keine Clips mehr, weil die sind alle abgebrochen und ich habe jetzt gerade schon für die Türen alles zusammengesammelt und von daher mache ich das dann an einem anderen Tag. Erstmal hier. Das Finale. Rückbank ist drin und die Vordersitze sind drin. Und abgesehen davon, dass das Armaturenbrett grau ist, bin ich der Meinung, das sieht echt gut aus. Der Teppich ist auch drin, sieht auch gut aus. Jetzt sieht man diese dreckigen Flecken unterm Sitz gar nicht mehr. Ja, die Ecke hier nervt mich. Da habe ich echt scheiße gebaut, da hätte ich viel mehr dran lassen müssen, aber im Großen und Ganzen. Was sagt ihr? Sieht doch gar nicht mehr schlecht aus, oder? Vielleicht kann ich das hier noch auf Spannung innen irgendwie festtackern oder so. Dann sieht das vielleicht nicht ganz so schlimm aus. Aber ich bin zufrieden, sieht schon mal nicht schlecht aus. Irgendwie passt das Beige auch zu dem Grün. Aber Grün ist eigentlich nicht so meine Farbe. Bei den Sitzen bin ich mir auch nicht mehr so sicher, ich weiß nicht. Am Anfang fand ich so toll, jetzt gerade nerven die mich eher. Aber ich bin froh, dass sie drin sind. Das heißt, das war's dafür bis jetzt. Der Wagen ist jetzt vorerst teilfertig. Die gesamten Innenraumteile kommen als nächstes und da geht's um Alcantara. Langsam ist es wieder ein Auto, würde ich sagen. So. Wir brauchen ein paar Teile, die bestelle ich jetzt einmal. Hier geben wir einfach mal ein BMW 323i, nee, 46, so, 323i von 98 bis 2000, Auffall bestätigen. Was brauchen wir? Erstmal Rabatt aktivieren, Black Week auf jeden Fall, heute ist der beste Tag dafür. Wir brauchen eine neue Wasserpumpe. Ja, nach zwei Tagen macht diese Geräusche ganz stark. Was soll man machen? Die sind Gott sei Dank relativ günstig. Ich werde bei dem Wagen jetzt keine teuren Marken nehmen, aber auch nicht das billigste von billigsten. Ich denke, da ja, haben wir, glaube ich, mit Febi für Preis-Leistung, glaube ich, das Beste, was man so kriegen kann. Das nehme ich auf jeden Fall. Schauen wir in den BMW-Teilekatalog, denn wir brauchen noch Sedan 323i. Wieso ist das hier? Kurz aufs Deutsch stellen. E46 323i. Linkslenker 99er Baujahr.
985, jo, die ist auf jeden Fall richtig. Da haben wir das, aber das war es natürlich noch nicht. Ich check hier noch mal kurz ab auf meinem zweiten Monitor. Ich habe mir natürlich hier ein paar Teile aufgeschrieben, die wir natürlich noch haben müssen. So, und wir haben jetzt hier einen Teil, was ich ebenfalls brauchen werde. Und zwar für die TÜV-Arbeiten. Weil das hier war gerade nur, dass der, weil der Motor nicht richtig lief. Und jetzt kommen wir zu den TÜV-Arbeiten und da haben wir verschiedene Sachen. Wir haben jetzt hier ein Quellenker-Gummi-Hinterachse. Ja, und da schauen wir jetzt mal, was kostet das in der Black Week hier. Natürlich findet er die Nummer jetzt nicht. Nein, Wichermotor ist das auch nicht. Ah, gefunden. Kostet aktuell von Lehmförderer 8,81 Euro. Fahrzeugtypen gibt es keine. 5,11 Euro plus Versand. Okay, ist also gerade in der Black Week günstiger hier. Warum bestelle ich nur einen? Richtig, ich habe noch so einen original eingepackt zu Hause liegen. War ursprünglich mal für den X3 gedacht, ist der gleiche. X3 wie E46. Viele wissen ja, X3 ist auf der Basis vom E46 aufgebaut. Dementsprechend habe ich noch einen liegen, den ich mal einbauen wollte in den E46, aber nie eingebaut habe. Jetzt kann ich den hier verwenden. Ich bestelle mir noch einen zweiten, dann kann ich hier auf beiden Seiten austauschen. Und das haben wir dann auch. Was brauchen wir noch? Und zwar den gesamten Querlenkersatz. Ja, Querlenker, wisst ihr ja, sind durch und ja, auch die Spurstangen sind ziemlich verrostet, deswegen am besten einen ganzen Satz Querlenker und am besten so günstig wie möglich. Da bin ich ganz ehrlich, da gucken wir mal, der hier einen ganzen Satz und am besten noch vormontiert. Reparatursatz Querlenker. Kfz-Preis haben wir also, billige Marke, alles dabei, aber nicht vormontiert für 157 Euro. Das haben wir hier für 113 mit kostenlosem Versand. Okay, wenn es nicht billiger wird, dann glaube ich, lohnt sich das hier nicht, auch noch in der Black Week zu bestellen, beziehungsweise wenn man Black Friday gerade, das ist natürlich praktisch, wenn man gerade in dem Moment Autoteile braucht, beziehungsweise es bis dahin einfach aufschiebt. Okay, da ist nichts. Das heißt, dieses Set nehmen wir hier von eBay, das lasse ich einmal offen, bestelle ich gleich. Dann gehen wir einmal durch, was brauchen wir noch? Bremsschläuche hinten. Bremsschläuche hinten brauchen wir auch für den TÜV. Ja, okay, Bremsschläuche hinten findet er nicht. Brembo links, rechts, das sind beides die gleichen. Ich habe jetzt hier ein Set von Brembo auch bei eBay, gerade für 23,80 Euro. Da kann man mal kurz gucken, was heißt das für eine Teilenummer. Zwei Stück, wenn ich hier zwei Stück bestelle, bin ich nochmal 1, 2 Euro günstiger, als ich bei eBay bin. Ich zeige euch mal kurz das Angebot von eBay. Hier haben wir Bundle Automobile 23,90 Euro. Bremsschläuche ja, 2x10,50 sind wir bei 21 Euro. Haben wir das auf jeden Fall auch geschafft. Jetzt gucken wir uns mal den Warenkorb an. Da sind jetzt bisher Wasserpumpe, Bremsschlauch, zwei Stück von Brembo, sogar gute. Und Keilriemensatz von Febi, denn gute Lagerung von Lehmförderer. Wir haben ja den Black Friday Rabatt. Ja, und wir haben bei eBay hier den Querlenkersatz günstig. Leider sind das schon wieder 200 Euro, die in das Auto gehen. Das war jetzt so nicht geplant. Und wir sind leider noch nicht am Ende. Ich würde sagen, das hier schließen wir jetzt ab und wir gehen jetzt weiter zum Innenraum. Da muss auch noch einiges bestellt werden und dafür habe ich jetzt hier auch schon mal vorbereitet. Ja, wir haben hier die Original-Mittelkonsole, den Träger. Da gibt es zwei verschiedene Varianten. Einmal hier die mit den einzelnen Löchern und mit denen, wo eine ganze Leiste rein kann. Bei dem Modell sind das die einzelnen Löcher, die sind drin. Jetzt gibt es folgende Problematik. Diese Teilenummer, die immer bei eBay als sogar original für eine günstige Marke vertrieben wird, ist immer die Teilenummer für Modelle, wenn man das Klimabedienteil unten hat und oben ein 16,9, also Navi original oder ein Nachrüstgerät drin haben. Haben wir nicht, deswegen bin ich mir nicht 100% sicher, ob diese Standardhalter, wie zum Beispiel, ich zeige euch einmal zwei Einsätze, zum Beispiel so ein 0,15 Einsatz, oder ein Einsatz wie die hier, Brillenablage für 50 Euro, sogar nagelneu von BMW, brutto, zuzüglich Versand.
Und weil, wenn man bei eBay danach sucht, gibt es die sehr günstig. Ich habe momentan ein Fahrzeug mit der Klappe von oben. Die Brillenablage hat die Klappe von unten, wie die der Name schon sagt, damit man die Brille reinlegen kann. Und von daher bräuchte ich eine neue Box, weil meine Box komplett zerkratzt ist. Ihr habt es gesehen. Genauso wie hier dieser Funktionsträger und diese Mittelkonsole ist auch komplett zerkratzt. Das ist ein schlechtes, ja, oder das heißt schlechter. Eine schlechte Plastikbeschichtung will ich nicht zwangsläufig behaupten, ich denke schon, aber nach so vielen Jahren ist das bei schlechter Pflege sogar normal. Aber es gibt das ja, wie man sieht, sehr günstig neu. Das weiß ich natürlich nicht, passen diese normalen Einsätze da rein oder nicht. Ich werde das einfach mal ausprobieren, weil es gibt halt nur diese in neuen, guten Zustand, günstig mit der Teilnummer, wo es eigentlich dafür ist, dass man den 16:9 Bildschirm hat, oben und unten das Klimabedienteil. Wäre auch noch eine Option für Zukunft, aber erstmal lassen wir das, weil das normale CD-Radio reicht vollkommen aus. Jetzt haben wir hier ein schönes, normales Fach in einem relativ okay Zustand für 17,50 oder die Brillenablage für 50 Euro neu. Da kann man sich jetzt überlegen, macht man das oder macht man das nicht. Ich überlege es mir jetzt gerade und werde euch gleich dann auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Es ist schwierig. 50 Euro ist viel Geld, aber es ist nagelneu original BMW. Der Träger ist sowieso viel Geld, aber ich meine, das ist ein nagelneuer Träger. Ja, vielleicht nehme ich sogar nur den Einsatz, weil der ist ziemlich günstig. Vielleicht mache ich noch einen Preisvorschlag und kriege den auch für unter 20 Euro inklusive Versand. Bei meinem Einsatz ist halt komplett kaputt sogar. Hinten sind Löcher reingebohrt. Also von daher müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Hier könnte ich natürlich auch ein schönes, passendes Loch einbohren. Bei mir sind momentan so Riesenlöcher drin für alte Kabel oder was da früher drin war. Und da kann ich ein passendes Loch reinbohren und den AUX-Anschluss so richtig schön sauber verlegen. Das schauen wir uns dann gleich nochmal an. Also, Mittelkonsole, Freunde. Und zwar gibt es ja diese Einsätze. Unser Einsatz hat dieses Rollo, was man auch übrigens einzeln kaufen kann für günstiges Geld, sogar, glaube ich, original BMW. Aber ich bin Fan von Getränkehaltern. Es gibt hier diese Kombi-Getränkehalter mit Münzfach. Das gibt es bei eBay, nagelneu, original BMW für 57,90 €. Wenn man sich das Ganze jetzt nochmal anschaut und sich den E46 Getränkehalter bei zum Beispiel Hubauer Shop oder Lebmann oder so reinschaut, dann sieht man, den gibt es den für 21 Euro plus 21 Euro. Das heißt 40 Euro brutto plus Versand, bis man bei unter 50 Euro für ein originales Set Getränkehalter und Münzfach. Gut, das Münzfach braucht man nicht, es ist nicht jedermanns Sache, aber leider gibt es Getränkehalter nur in Verbindung mit Münzfach. Dann macht man das natürlich. Das heißt, das Angebot können wir sogar wegmachen, weil wir kriegen das Original bei BMW auf der richtigen Online-Shop-Seite, wie zum Beispiel Hubauer Shop kann ich empfehlen oder Lebmann. Da kriegt man die deutlich günstiger. Aber es gibt auch noch eine andere Option. Und zwar gibt es das auch im Nachbau. Und das Ganze für 23,90 Euro als Set. Kommt aus China wahrscheinlich. Und ja, ich weiß nicht, wie die Qualität ist. Das ist natürlich für die Aufführung mit Mittelarmlehne gedacht. Und ich würde sagen, ich werde das Ganze mal ausprobieren. Ich opfer mich. Es gibt ganz viele Angebote, sogar mit Carbon-Look oder in Beige. Brauchen wir alles nicht. Wir wollen schlichtes Schwarz. Für 23,90 Euro werde ich das jetzt bestellen und werde auf jeden Fall einmal austesten und werde euch auch berichten, ob das eine gute Qualität hat oder nicht. Deshalb kann man dann immer noch sagen, man kauft sich das Set hier bei BMW als Set für 42 Euro ohne Versand. Wenn man eh noch was anderes bestellen kann, umso besser. Aber das Ganze teste ich erstmal hier aus und werde dann auch einen Einsatz bestellen. Höchstwahrscheinlich erstmal den günstigen, vielleicht auf Dauer noch eine schöne Brillenablage oder so. Aber es wäre jetzt gerade ein bisschen zu viel, vor allen Dingen mit den anderen Dingen, die wir noch brauchen. Gut, das ist nicht mehr vorrätig, sehe ich gerade, aber das ist ja einfach die Teilenummer. Das sollte dann für einen ähnlichen Preis, ja, 69,99 € Funktionsträger für Bordmonitor auch nagelneu zu kriegen sein. Hier sogar 126 aus Litauen. Litauen ist nicht schlecht, Left and Drive, aber zu teuer. Dann nehmen wir Sales After sogar hier auch für 90 Euro. Aber wir nehmen das Angebot für 69,99 €. Das packen wir uns jetzt auch noch in den Warenkorb. Top-Angebot steht sogar drauf. In den Warenkorb. Dann haben wir das auch. Das Verlenkerset haben wir auch in den Warenkorb. Aber das Billigste, was es gibt, weil ich schon ziemlich viel Geld gerade in den Wagen stecken wollte, was eigentlich nicht der Plan war. Beim Schneiden des Videos ist mir gerade aufgefallen, dass ich gar kein Schlussgerät habe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war heute sehr lang, fast 30 Minuten. Sagt mir mal, für die Leute, die bis jetzt geguckt haben, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den letzteren Take fandet mit ja, so einer Art Stream, aber kein Stream, sondern in dem Video drin, wie ich Teile bestelle für dieses Projekt. Und schreibt mir auch, wie ihr das allgemeine Video fandet. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Wie immer, Freunde, arbeitet härter. Wir sehen uns beim nächsten Video. Liken, teilen, kommentieren. Auf Instagram liken, auch jetzt hier eingeblendet. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.